Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Mein Autorenname ist Marinja und heute möchte ich mal mit dir kurz das Thema besprechen, warum es wichtig ist, dass Menschen sich das Vertrauen bei dir verdienen müssen. Und wenn ich das ausspreche, dann habe ich immer bei mir selber noch das Gefühl, dass das nicht ganz richtig ist und dass ich doch überhaupt sofort vertrauen müsste und dass das nicht fair ist anderen gegenüber, dass ich von denen erwarte, dass sie mir zeigen, dass ich ihnen vertrauen kann. Aber ich weiß, dass mittlerweile eine andere Stimme in mir sagt, doch, das ist richtig, dass ich das von jemandem auch sehen möchte, dass ich demjenigen vertrauen kann. Denn die andere Einstellung, dass ich immer von mir erwartet hatte früher, dass ich sofort vertrauen muss, dass ich jemanden überhaupt nicht misstrauen darf, dass ich überhaupt nicht schauen darf, ob derjenige das ernst meint, was er sagt, was er tut und ja, was er mir gegenüber auch für Handlungen ausführt, das habe ich früher überhaupt nicht bedacht. Und ich habe mich ganz oft in ganz schnelle Beziehungen gestürzt und bin dann extrem mit Schmerzen und mit Enttäuschungen rausgegangen. Und ein Grund davon war, dass ich mir eine Beziehung am Anfang überhaupt nicht angesehen habe, wie der Mensch dauerhaft mir gegenüber auftritt, was er mir gegenüber macht, wie er sich verhält, was er ja, so für Werte hat, was er für Prinzipien hat, was für Einstellungen er hat, wie er denkt, wie er fühlt und wie er Tieren gegenüber ist einfach alles, dass ich mir das erstmal ansehe, bevor ich eine Beziehung zu jemandem eingehe. Sondern ich hatte immer die Erwartung in mir, dass ich quasi einfach vertrauen muss und dass ich einfach sozusagen blind in die Beziehung reingehen muss und dass ich nicht das Recht habe, dass mir jemand zeigt, ob er es wert ist, in mein Leben aufgenommen zu werden. Und das hat natürlich auch die Gründe, dass ich extrem abhängig war von Menschen und dass ich extrem ungesunde Beziehungen früher hatte und dass ich eben ja, mich da nicht leicht getan habe, weil ich extrem ausgehungert war und weil ich überall nach Liebe gesucht habe, nach Bestätigung. Und dementsprechend war ich mir das natürlich auch überhaupt nicht wert. Und ich habe auch ganz viele Muster gehabt, die mit Überlebensängste zu tun hatten, die damit zu tun hatten, dass ich Männer brauchte, weil ich dachte, ich kann anders nicht überleben, ich kann nicht alleine sein. Und solche Muster sind eben echt kein Spaß, das ist echt ernst zu nehmen, dass es echt richtig schwer ist, mit so einer Einstellung in sich drinnen, mit solchen Mustern in Beziehungen zu gehen, egal ob das Freundschaften sind oder Beziehungen zu Männern, oder Beziehungen in der Arbeitswelt. Man hat es dann extrem schwer, wenn man solche Muster mit sich herumträgt, weil man hat ja überhaupt keine Chance, frei zu wählen, mit wem du eine Beziehung eingehen möchtest, sondern man ist immer eigentlich abhängig und man schaut eigentlich nur, dass man schnellstmöglich wieder irgendwelche Beziehungen hat, weil man sich überhaupt nicht zutraut, auch ohne diese ungesunden Beziehungen überleben zu können oder allgemein kann man sich selber nicht halten und man sucht dann eigentlich nur die ganze Zeit nach der nächsten Beziehung, die einem wieder aufrecht hält. Und bei mir war das eben auch so, dass mein Selbstwert extrem gering war, dass ich mir überhaupt nichts zugetraut habe selber, dass ich ja, mich total verschlossen habe, klein gemacht habe, untergeordnet habe, dass ich alles mit mir machen habe lassen. Und ich bin heute dankbar, dass ich da schon bin, wo ich jetzt bin, dass ich hier YouTube machen kann, dass ich mich traue, meine eigenen Gedanken und meine Wahrheit und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Das bedeutet mir extrem viel, dass ich schon an einem Punkt bin, wo ich mich das traue und wo ich einfach ganz langsam versuche, wieder Selbstvertrauen aufzubauen, meinen Selbstwert aufzubauen, dass ich wieder versuche, an mich zu glauben. Und ja, und ein Thema davon war eben auch, dass ich die letzten Jahre einfach für mich festgelegt habe, dass ich nicht mehr irgendwie blind in Beziehungen hineingehen möchte, weil ich Angst habe, nicht überleben zu können und es ist immer noch nicht leicht für mich, aber dass ich einfach übe, es mir wert zu sein, dass Menschen sich Vertrauen bei mir verdienen und dass sie mir zeigen, dass die Beziehung, die ich mit diesen Menschen eingehe, auf der Ebene, wo ich sie eingehe, es auch wirklich wert ist, dass ich sie eingehen möchte. Und ich finde es auch total gesund. Also mein logischer, rationaler, erwachsener Verstand
sagt mir auch, dass das total in Ordnung ist, dass man Beziehungen nur dann eingeht, wenn man sich gegenseitig kennenlernt und wenn der andere einem zeigt, dass er die Beziehung ernst nimmt, dass er einem respektiert, dass er auf die Bedürfnisse, auf die Vorstellungen, auf meine Gefühle eingeht, dass er sehen will, wer ich wirklich bin, welcher Mensch ich bin, welche Persönlichkeit ich habe, welche Vorstellungen ich habe. Und dass man sich gegenseitig austauschen kann und eben dann guckt, ob eine Beziehung möglich ist oder nicht, weil eben die Werte, die Ziele, die Prinzipien, die moralischen Vorstellungen und alles einfach, was man sich so wünscht, einfach auch harmoniert. Und dass man dann sagen kann, hey, man zeigt sich auch gegenseitig, dass der andere einem vertrauen kann. Und das ist eben etwas, was ich ja erst lernen muss und jetzt auch erst die letzten Jahre für mich festgelegt habe, dass ich da eine neue Einstellung leben möchte und dass ich eben mir Beziehungen erstmal ansehen möchte und dann langsam entscheiden will, ob ich eine Beziehung zu jemandem haben möchte oder nicht. Und mein Impuls war heute, dass ich das auch dir mal gerne mitgeben möchte, wenn du auch in so einer Lage bist und du fühlst, hey, ich habe da auch so ein Thema mit dem, dass du vielleicht auch einfach mal den Impuls-Podcast dafür nutzen kannst als Anregung und mal für dich zu reflektieren, welche Einstellung du da haben möchtest. Wie ist das bei dir in Beziehungen und hast du vielleicht auch diese ganzen Abhängigkeits- und Überlebensmuster, wo du dich erst rausentwickeln möchtest oder eben über dich hinauswachsen willst, um eben gesündere Beziehungen aufzubauen und einfach auch mal hinzusehen und zu schauen, wie ist denn das bei mir? Habe ich selber den Wert bei mir, dass mir jemand erstmal zeigt auf eine liebevolle, ehrliche, angenehme Art und Weise, ob er die Beziehung wirklich ernst meint, ob er wirklich langfristig an einer Beziehung zu mir als Mensch, so wie ich bin, interessiert ist oder geht es ihm um irgendwelche anderen Gründe? Und wo steht man auch selber? Also auch, dass man sich selber reflektiert, was möchte ich von dieser Beziehung? Kann der andere auch mir vertrauen in dem, was er sich wünscht? Bin ich auch ehrlich? Bin ich auch wahrhaftig? Und wenn das dann irgendwie geklärt ist, dann finde ich, kann man erst schauen, wie man eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufbauen möchte. Und vielleicht ist dir das heute eine Anregung, einfach auch mal über dieses Thema Vertrauen und Beziehungen nachzudenken. Und das wollte ich heute einfach mal mit dir teilen. Und jetzt würde ich sagen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.